So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ja, ich habe jetzt das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder Assassin's Creed Odyssey angeschmissen. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war der 1. Januar. Das heißt, alle Folgen, die ihr bis, ich glaube, 22. oder 20.3. gesehen habt, die habe ich alle im letzten Jahr aufgenommen. Beziehungsweise am 1. Januar. Und wir werden in der heutigen Folge, ich glaube, es ist Logris, genau, das können wir auf jeden Fall noch machen, werden wir uns um dieses Gebiet kümmern. Und wir haben schon 18 Stunden hinter uns gebracht. Und haben trotzdem noch nicht allzu viel... Allzu viel geschafft. Achso. Ah, Leertaste. Ja, ich muss mich kurz wieder an die Steuerung gewöhnen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt eine Chance gegen die anderen Schiffe haben. So, nehmen wir auf jeden Fall noch was zum Tauchen. Das machen wir auch noch. Ich glaube, das war die Höhle, oder? Dann haben wir ein Hai. Ja, sich Überreste. Ja, okay. Na, ist ein bisschen Ruhe. Ich glaube, wir können es ja hier, ne? Verstecken zumindest. Oh. Oh, fuck. Warte mal. Hier unten, oder? Hä? Bin ich denn jetzt da? Okay, weg! Weg! Ja, ich halte gedrückt. Ich halte. Schnell, Cassandra! So. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Aber wie schön sieht das aus. So. Hallo! So, jetzt gehen wir mal dorthin. Bei Logris machen wir auf jeden Fall noch, weil das können wir mit unserer jetzigen Stufe auf jeden Fall, ja, bestreiten. Okay. Hoffe ich zumindest. Was für das Segel? Bruder im Trotter! Ja. Das sieht so toll aus, vor allem dieses Wasser, dieses türkisfarbene. Guck mal, ein Bärschi. Bonjour. Oh, verdammt. So. Oh. Was haben wir denn hier? Hylas. Gefangenenbefreiung. Okay. Wenn ja, ich was? Erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, hallo. Kommst du mal bitte? Hallo. Ja.
Ich glaube, Huber ja, ne? 2, 2, 2. Das ist viel zu lang. Dir werde ich zeigen. Ich denke nicht, mein Freund, der Nacht. Oh, weg mit dir. Meine Güte, also dafür, dass ich jetzt nicht so viel gespielt habe. Ich brenne! Was habe ich jetzt? Oh, Abschiedsbrief. Oh. Müssen wir dann auf jeden Fall nochmal lesen. Nein, du wirst jetzt sterben. Mach es dir doch bitte nicht. So. Oh. Ja. Ich dachte schon, ich komme hier nie weg. Nee, mit mir kommst du überall weg. So, wir müssen kurz gucken beim Inventar. War denn das? Ach hier, ne? Abschiedsbrief. Wie ihr alle wisst, habe ich davon geträumt, ein Schmied zu sein. Nun, da ich diese Werkzeuge habe, habe ich eine Chance, etwas aus mir zu machen. Wir hatten zweifellos gute Zeit und ich werde jeden einzelnen von euch Spinnern vermissen mit Liebe. Okay, oder sind das die Kultisten, die wir hier haben? Nehmen nur Details, okay. Die haben wir ja alle schon erledigt. Okay, sind wir hier fertig. Okay, das ist ja schön. Fertig! Phobos war es, oder? Phobos. Na, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich auch hier dann, wenn wir meinetwegen Level 50 sind, ob wir dann uns hier einfach durchschnetzeln können. Ja, dann müssen wir rein theoretisch ja auch eine bessere Ausrüstung haben. Salz der Erde, Lugris. Es sieht so schön aus. So, wunderschön. Ah ja, das Militärlager, ne? Ach, das kann Ubisoft auch gut. Oh. Ja, gut. Ich glaube, so viele Leerzeichen, sag ich schon. Fragezeichen haben wir gar nicht, ne? Also, das sind wir auch dann wieder fast am Ende. Weg mit dir, mein Freund. Ja, also wie gesagt, Albtraum. Ich glaube, Albtraum wäre, es wäre schon sehr schlimm. Oh.
Mensch, Löwi, das hört sich ja eigentlich. Ne? Ja. Die Leute hier zerfleischen, ne? Das war eigentlich so deine Aufgabe. Ja gut, das ist ja jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen. Zwei. Nein. Willst du weg? Muss ich mal gucken, ob wir hier noch irgendeine schöne Fähigkeit ausrüsten können. Daran habe ich es nämlich nur gar nicht gedacht. Das wird lustig werden. So, machen wir das noch so. Oder? Haben wir. Ah, nee, verdammt. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt mit dem Feuer noch ein bisschen spielen. Doch, jetzt. So. Ha. Tut mir natürlich leid. Na, für meine Leute, ne? Wir sind ja auch eigentlich aus Sparta, ne? Aber was muss, das muss. So, und da hatten. Ach, hier oben. Bin auch dumm. Okay. Ja, aber ich meine, für zwei. Nee, drei Fragen. Vielleicht haben wir jetzt schon 30 Minuten gebraucht, ne? Man ist halt echt nicht so schnell dann fertig mit dem ganzen Spaß. Haben wir hier irgendwas Schönes? Oh. Ja, Speer hatten wir ja. Und Bogen. Ne, Fähigkeiten. Höchstleistungsangriff. Erwerben. Achso, drücke R, um anzugreifen. Extrem starke Angriffe, die von der Art der Schweinewaffe 703. Achso, okay. Was hatten wir hier? Präzises. Oh, ja. Mach mal das einfach mal. So, muss ich das. Warte mal, muss ich das erwerben? Nö, okay. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt auch voll gut ausgerüstet sein, um halt zu meucheln. Auch wenn ich das nicht ganz raffe, weil wenn du jemanden in die Kehle stichst, warum sollte er nur noch die Hälfte des Lebens haben? Das macht gar keinen Sinn. 0,9. 0,9? Nee, 0,0. 0,9, ja. Oh, wir müssen hier lang. So, Entschuldigung. Ich will nur mal kurz gucken, was sagt denn unser Schiff eigentlich? Können wir das irgendwie verbessern? Perser, ja. Doch, das können wir verbessern. Da, Rüstung der Besatzung ist eigentlich wichtig, ne? Feuerschal nach Rammsporn, oder? Ja, oh, das können wir auch verbessern. Ja, Rüstung der Besatzung ist auch wichtig und wir brauchen halt einfach viel Holz, ne? Das wird lustig werden.
Alponus! Ach so. Okay. Komm schon. Immer dorthin. Wo war das jetzt? Ah, das sieht so schön aus. Wie gesagt, es wäre so cool, wenn man sich einfach hierhin teleportieren könnte, um einfach dieses Ambiente nachvollziehen zu können. Oh. Ja. Das wäre halt so cool. Bei Origins hätte mich das ja auch extrem gereizt. Ne, durch den Sand zu warten. Xenos Paradoxien. Questgegenstände. Hä? Sind das alles für die Kultisten? Achilles lacht und sagt zur Schildkröte, dieses Rennen verlierst du. Mit einem Argument kann ich dieses Rennen gewinnen. Antwortet die Schildkröte, indem die wahrscheinlich einfach das andere Tier umbringt, oder? Plündern. Verfolgen. Was sind der überhaupt? Oh, 4029. War das der hier oben irgendwo war? Irgendeiner war doch hier oben. Na gut. Oder der hier. Dimitros, der Reiniger. Oh, hier haben wir noch. Achso, 34. Nein. Oder der hier. Ah, das ist der Glas, der der Entnervte. Okay. Können wir das machen? Und dann müssen wir auf jeden Fall noch zu dem anderen Fragezeichen. Wir haben eine zeitliche Aufgabe. Oh gut, die würde ich jetzt einfach mal ignorieren. Hier würde halt nur diese Zwei-Pfeile-Aufgabe, die würde ich vielleicht immer nur machen, weil da kann man ja eine Entscheidung treffen. Und ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Das hat man ja bei Kefalenia ja gesehen, wie gut ich Entscheidungen treffen kann. Ja, wie gesagt, wir haben auf Kefalenia dann noch diese eine, ich glaube, war das Rhodos oder Korfu, irgendeine Aufgabe haben wir da auf jeden Fall. Und ich glaube, die war aber damals, wo ich das 2019, ich glaube, ich habe das nicht so Release gleich gezockt, weil, wie gesagt, ich bin ein kleiner Sparfuchs. Und kaufe mir die Spiele immer sehr gerne im Sale. Sieht so toll aus. Es sieht so toll aus. Los! Vor allem, ach, guck mal, ne? Das nasse Fell jetzt. Und da haben wir auch noch einen Schnellreisepunkt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ah, super. Echt super. Jetzt habe ich hier noch hier den Kollegen. Was willst du tun? Stimmt, ich habe ja immer die... Wäre schon echt cool. Ich muss ihn gerade sagen, hab schon vergessen. So. Weg mit dir, Mann! Ich sag mal so, man muss ja diese ganzen Nebenaufgaben machen und ist ja fast dazu gezwungen, um diese ganzen Hinweise auf die Kultisten zu bekommen, ne? So.
runter. Oh, was haben wir denn hier? Hatten wir nicht hier? Ach, da oben. Okay, wir sind doch wieder hier hoch. Ah. Iorodanos Brustplatte. Ja, die sieht doch sehr fancy aus. So. Oh, was haben wir jetzt hier? Würde ich das hier noch mitmachen? Ne? So die zwei Sachen und oder was? Wir machen das. Wir ziehen es jetzt ja eiskalt durch, ne? Aua. Ja, das wäre auch ins Auge gegangen. Das cool aus. Ich meine, unser Outfit passt jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Aber ich glaube, hier wird dann wahrscheinlich die Schlacht stattfinden. Würde sich zumindest anbieten. Was hat man für eine schöne Aussicht, wenn man stirbt, ne? Sieht so toll aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh, guck mal, ein Bärschi. Guck mal, der wartet sogar. Och, Mann. Tut mir ja schon ein bisschen leid, ne? Salziger Bär. Ja, das ist wirklich bestimmt voll sorti. Kleiner Bärschi. Tut mir so leid. Ja, ja. Oh Gott. Oh, pack. Jetzt. Hier drin haben die bestimmt auch noch irgendwas Schönes. So. Sieht ja ein Glas. Stimmt, das brauche ich ja auch noch. Obwohl, das kann ich eigentlich ignorieren. Aber wir kriegen auf jeden Fall genügend. Achso, Sperrgebiet, ja. Okay, dann laufen wir jetzt einfach den Weg dorthin. Kein Problem. Ja, über die ganzen Aufgaben. Was haben wir denn hier? Fokus. Hier war nix. Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Solltest du vielleicht mal nachgucken gehen. Und ein Andros, Dimitros. Der Kollege. Ich sage nein zum Gift. Ich bin überrascht, wie lange du durchhältst. Ich auch. Ich hätte mir mehr erhofft. Hä? Zu dumm, Junge. Zu dumm. Entschuldigung. Oh, wir haben eine
Eine Zwei-Pfeilen-Quest. Jetzt bist du zu... Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Es sieht so toll aus. So, was haben wir denn hier für eine Entscheidungsquest? Haben wir auch einen Anführer? Okay. Und wir haben ja auch eine Aufgabe. Okay, gut. Das ist natürlich ein bisschen doof oder beziehungsweise suboptimal, weil das meine ganze Planung für die heutige... Das Land von Salz und noch mehr Salz. Weil das meine ganze, das Haus des Anführers mit Sicherheit, ja, weil das nämlich meine ganze Planung jetzt durcheinander bringt, aber dann soll es halt so sein. Was haben wir denn hier? Ach, da, hier, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge das. Wir versuchen es einfach mal am Haus des Anführers, obwohl das richtig, das wird ganz schlimm werden. Dann haben wir hier noch was, da. Dann haben wir die, ach ja, Boetchen, okay, gut, das ist auf jeden Fall zu stark für uns, da würde ich sagen, gehen wir noch hier hin, weil das müsste, glaube ich, auch in unserem Gebiet sein, was wir bekämpfen können. Und dann haben wir das, dann hatten wir, glaube ich, hier noch irgendwas und dann würde ich sagen, gehen wir nach Euboea, da haben wir nämlich auch den Kentaur von Euboea und da würde ich einfach sagen, dass wir hier mal dann ein kleines Inselhopping betreiben, ne, zu Andros müssen wir sowieso. Und ja, guck mal, wie das wird so lustig werden. Aber trotzdem, ne, für die 18 Stunden, ich meine, ich würde sagen, sind wir weit gekommen, obwohl es hier echt, es sieht halt echt, es ist einfach viel zu groß, ne? Und wir haben trotzdem noch so wenig jetzt hier schon aufgedeckt. Und dann machen wir die Fragezeichen und das. Und dann würde ich sagen, je nachdem, ob wir es schaffen, schwingen wir uns auf unser Schiff und segeln nach Euboea, um dort die Insel unsicher zu machen. Und das ist so der Plan für die nächste Folge, beziehungsweise für die nächsten Folgen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.